Also herzlich willkommen zur heutigen Live-Session zum Thema Lernzirkel als Methode des betrieblichen Alltagslernens. Ich freue mich ganz besonders, dass Carsten Bock bereit ist für die Live-Session, um mit uns seine Erfahrung zu teilen. Ich kenne ihn selber zu dem Thema, habe mich schon mehrfach mit ihm dazu unterhalten und fand das spannend, was er dort in dem Bereich getan hat. Und die weitere Vorstellung von dir und eurem Projekt kannst du am besten selber machen. Ja, vielen Dank, Dirk. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Ja, ich möchte heute Lernzirkel vorstellen als eine Methode des betrieblichen Alltagslernens. Lernzirkel ist für mich die Fortentwicklung altbekannter Qualitäts-, Leitbildzirkel oder Workshops. Die Methoden gibt es schon bei der Polizei und ich werde das jetzt sukzessive alles erläutern. Wie komme ich zu diesem Thema? Das ist ganz einfach. Ich habe 2009 bis 2012 ein Studium der Erwachsenenbildung durchgeführt in Kaiserslautern an der TU und dort auch eine Seminararbeit zu dem Thema geschrieben. Da ging es um Moderationstechniken, die Moderationsmethode und deren Einsatz in betrieblichen Lernsettings. Zu meinem Hintergrund noch ganz kurz, wie ich eben schon erwähnt habe, das Studium der Erwachsenenbildung abgeschlossen 2012. Dann durfte ich das Thema meiner Masterarbeit, die ich nachher auch zu Beginn ganz kurz mal eingehe, das Thema 2014 auf der LearnTech vorstellen. Und 2016 war ich dann auch Keynote-Speaker bei einem E-Trainer-Kongress zum Thema Zeitkompetenztraining. Das ist mein zweites Steckenpferd und das ergibt sich nachher logischerweise auch aus der Verknüpfung der Moderationsmethode mit meiner Masterarbeit und mit dem Thema Zeitkultur. Und seit 2017 habe ich auch eine Kooperation mit Vitero. Das ist ein Tool für Online-Moderation. Ja, unser Fahrplan für heute. Einmal ganz kurz zur Historie des Wissensmanagements in der Polizei. Ich arbeite bei der Polizei seit knapp 27 Jahren in verschiedenen Bereichen, angefangen vom Streifendienst bei der Schutzpolizei und zwischenzeitlich schon über 15 Jahre bei der Kriminalpolizei. Aktuell dort in der Fahndung in Neustadt an der Weinstraße. Parallel dazu habe ich über 10 Jahre hinweg im Nebenamt 80 Moderatoren bei der Polizei betreut und auch für deren Fortbildung immer was organisiert. Ja, die Historie hier nochmal, Masterarbeit hatte ich schon genannt mit dem Thema individuelles und organisationales Lernen und verknüpft mit dem Thema strategisches Wissensmanagement. Als ich 2012 dann abgeschlossen hatte, durfte ich die Masterarbeit auch im Ministerium des Innern des Landes Rheinland-Pfalz, wo die Polizei ja angegliedert ist, vorstellen. Und daraus erwuchs dann ein Praxisprojekt, was am 1.4.2013 beauftragt wurde, mit dem Thema Lernzirkel. Ein Teilprojekt daraus war ein Lernzirkel. Daneben habe ich auch in anderen Praxisprojekten Wissenstransfer, wenn Leute in Ruhestand versetzt werden, so Moderationstechniken eingeführt bzw. Multiplikatoren geschult. Und seit 2016 bin ich auch gewerblich unterwegs, nebenberuflich im Bereich Bildungsberatung, eben mit den Schwerpunkten Wissensmanagement und Zeitkultur. Und so wie hier rechts in diesem Bild dargestellt, stellt es sich die Polizei, wie wahrscheinlich auch viele andere Betriebe, gern den Optimalfall des Lernens vor. Da wird der Mitarbeiter einfach beladen mit dem aktuellen Wissen und darf das dann schon in seinen Alltag alleine umsetzen. Wir wissen alle, dass das natürlich schwierig ist. Und daraus erwuchs die Überlegung, wie könnte man Alltagslernen denn gestalten? Alltagslernen läuft ja meistens am Arbeitsplatz und eine Methode ist, auch Leute zusammenzubringen aus dem gleichen Arbeitsbereich oder aus verschiedenen Bereichen, wo es eben Schnittstellen gibt und die ganze Sache moderiert zu bearbeiten. Vorab jedoch noch einen kleinen Exkurs zu meiner Masterarbeit. Ich habe eine Befragung durchgeführt zum Thema Wissensmanagement und es hat sich herauskristallisiert, also ich habe qualitative Befragungen gemacht, dass
alle 10 Befragten aus verschiedenen Ebenen der Polizei die gleichen Probleme haben. Ist auch nicht weiter verwunderlich. Und als ich das Thema auch vorstellte bei der LearnTech 2014, waren ganz viele andere Betriebe, auch sogenannte freie Wirtschaftsbetriebe anwesend, Siemens, IBM und andere. Und die sagten, ach, da ist ja die Polizei gar kein anderer Betrieb wie wir auch. Ja, und Sie sehen ja selbst hier, Zeitmangel im Alltagsgeschäft, eben keine Zeit, um genug Informationen zu bekommen. Umgekehrt aber eine Informationsüberflutung durch eine fehlende Informationssteuerung, oft eine fehlende Struktur, eine mangelnde Aktualisierung von Plattformen etc. Das werden Sie alles kennen. Fehlende oder unstrukturierte Suchmöglichkeiten. Auch der Mitarbeiter, wenn er keine Medienkompetenz hat. Und hier allein meine Erfahrung auch aus der Umfrage, es sind nicht nur ältere Kollegen, es sind auch gerade die jungen Technikaffinen, die gar nicht alle Möglichkeiten kennen, die sie an ihrem Arbeitsplatz zur Verfügung haben. Dann oft eine mangelnde Planung Infrastruktur eben bei der Verwaltung von Informationen. Bei uns damals noch, das ist jetzt seit 2012 erheblich verbessert worden, das Lernen vor Ort mit sogenannten Inhouse-Seminaren. Und eben auch einfach nur ein Weiterleiten in Zeiten von Mail statt einer eben spezifischen Aufbereitung von Wissen. Und auch ein fehlendes Fordern und Fördern der Selbstverantwortung beim Lernen. So genannte Lernnuggets sich mal anzugucken oder ähnliches. Das werden Sie auch von Ihrem Betrieb alles kennen oder aus Ihrem Arbeitsumfeld. Ja, das Ziel ist ja eigentlich, die lernende Organisation, und das war auch mir wichtig, im Ministerium rüberzubringen. Man muss erstmal die individuelle Reife der Mitglieder, und da hat die Befragung ja auch gezeigt, dass eben die Organisationsmitglieder, egal wo sie stecken, ob der Polizeidirektor in der Fortbildung oder der Beamte im Wechselschichtdienst, die gleichen Probleme haben, also ungefähr den gleichen Stand, natürlich mit ganz anderen Inhalten. Das ist klar. Dann, welche Modelle in der Organisation vorhanden sind, da gehe ich nachher noch kurz drauf ein. Eine gemeinsame Vision, die hatten wir. Ein Leitbild gibt es bei der Polizei in Rheinland-Pfalz. Und ein Lernen im Team ist optimal und ein Denken in Systemen. Und immer dort auch auf die Schnittstellen zu achten. Ich würde jetzt mein Video einfach mal ausschalten, würde mich für die Fragen dann wieder einblenden. Dann habe ich mir betrachtet in meiner Maßarbeit, welche Instrumente gibt es denn? Wie ist das Ganze technisch zu verorten? Weil Wissensmanagement ja oft auf die technische Komponente reduziert wird. Und dieses Bild fand ich am zielführendsten, insbesondere auch, weil hier in der Mitte eben so eine zentrale Ablageplattform steht, aber auch links unten, wie Sie sehen, die Moderationsunterstützung. Und genau aus der Ecke komme ich ja durch die Betreuung von über 80 Moderatoren. War das für mich ein Werkzeug, das auch die Menschen einbindet, unabhängig von der Technik, unabhängig von weiteren technischen Möglichkeiten, wie wir es so heute hier haben, zum Beispiel im Austausch, damals Chatrooms, Mailsystem nach wie vor oft benutzt bei der Polizei, um Informationen zu steuern, aber auch Suchfunktionen und andere Dinge. Ein Diskussionsforum, wie hier links zu sehen in diesem Bild des Puzzles, existiert auch innerhalb der Polizei mittlerweile. Ja, und so ergibt sich ja, wie Sie wahrscheinlich wissen, wenn Sie aus dem Bereich Wissensmanagement kommen, dass man immer drei Komponenten bei einer Gesamtkonzeption berücksichtigt. Die Organisation, gibt es Rahmenbedingungen, haben wir eine Struktur, haben wir eine Technik, haben wir klare Kommunikationswege, der Mensch, die persönliche Kommunikation, hier gefördert, ganz zielgerichtet, themenorientiert, wie ich es nachher auch zeigen werde, eben die Mitarbeiter einzubinden und eben eine strukturierte und bedarfsorientierte Selektion und Bearbeitung von Wissen zu betreiben, dann auch wieder zu verteilen und auch im Alltag zu nutzen und die Rückmeldung zu geben, das hat uns vorangebracht oder eben nicht. Und Technik, das ist mein Lieblingsgeschichte, sollte nicht behindern, sondern unterstützen. Sollte ein Unterstützungsprozess sein. Technik steht für mich sehr oft im Wissensmanagement viel zu sehr im Vordergrund und vergisst oft den Nutzer oder den Mitarbeiter, den Anwender. Ja, die Technikabteilung bei uns sagte mal, der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt und den zweiten Halbsatz will ich hier auch nicht verschweigen und damit im Weg.
Ja, die Ausgangslage bei der Polizei Rheinland-Pfalz war die, dass 2012 bzw. dann 2013 absehbar in 10 Jahren 4.500 von insgesamt 9.014 Polizeibeamten und Polizeibeamten in Ruhestand gehen werden, was ein massiver Verlust natürlich von Erfahrungswissen darstellt. Wir haben eine Komplexität, zunehmende Komplexität und Fülle an rechtlichen Vorschriften und auch Konzepten in der Polizei. Global betrachtet immer kürzer werdende Innovationszyklen, sowohl bei Technik, aber auch bei darüber eine Informationsüberflutung, wenn man betrachtet, dass man pro Tag je nach Arbeitsplatz zwischen 50 und 150 Mails erhält, ist das fast ein Pensum, was kaum noch zu schaffen ist, neben der normalen Arbeit, die ja auch weiterläuft. Eine zunehmende Digitalisierung aller Prozesse und auch hier, insbesondere im Bereich der Kriminalität. Das ist auch der Anknüpfungspunkt nachher zu den Lernzirkeln. Ja, die Digitalisierung zeigt sich auch hier. Ich habe mal aktuell aus unserer Tageszeitung hier aus dem Bereich Landau, wo ich wohne, mitgebracht vom 29.12. Das Tatort Internet, eben die Digitalisierung auch von Kriminalität immer wichtiger wird, mit über 10.000 digitalen Straftaten, wie es unser Landeskriminalamt mitgeteilt hat. Und das bedingt natürlich auch, dass ein Lernen, eine Fortbildung von Mitarbeitern zwingend notwendig ist. Es gibt immer wieder neue Formen. Wie genannt im Artikel ist zum Beispiel das Phishing, das werden Sie kennen, oder ganz andere Dinge auch. Ja, dann ganz konkret. Um Lernzirkel einzuführen, haben wir geguckt, beziehungsweise das Ministerium sagte vor Beauftragung unseres Projektes, welche Komponenten, welche Methoden, Instrumente des Wissensmanagements würden Sie denn gerne nutzen und einführen? Welche halten Sie für die Polizei denn sinnvoll? Und meine Antwort war, wir gucken erstmal genau hin, was wir denn schon haben und setzen daran an, das sind die Mitarbeiter gewohnt, entwickeln das fort und führen somit eigentlich gar nichts Neues ein, sondern im Prinzip nur eine Fortentwicklung dessen, was wir schon hatten. Und hier will ich kurz auf den vierten Punkt eingehen. Die Community of Interests, die hatten wir in Form von Sonderkommissionen, Ermittlungsgruppen, aber auch Arbeitsgruppen. Und eine ganz wichtige moderierte Geschichte, die auch bei solchen Arbeitsgruppen immer wieder gern benutzt wird, sind Leitbildzirkel. Das definiert man bei der Polizei Rheinland-Pfalz so, dass es um ein von Mitarbeitern gewähltes Thema geht, oft um innere Abläufe oder die Zusammenarbeit, die Optimierung der Zusammenarbeit. Qualitätszirkel dahingehend zielen eher auf die Qualität der Sachbearbeitung bei uns und Workshops werden bei der Polizei immer durchgeführt mit einem oder zwei Moderatoren. 6, 8, 10 bis zu 15. Bei ganz großen Workshops hatten wir auch schon aufgeteilt in 4 Gruppen über 100 Personen und Mitarbeiter dabei. Und da werden verschiedene Themen eben besprochen. Dann haben wir uns alle Lernkonzepte mal angeschaut, geprüft und haben hier auch im Bereich E-Learning natürlich Anknüpfungspunkte gefunden. Und hatten natürlich schon diverse Konzepte und Studien zu verschiedenen Wissensgebieten. Alles floss dann ein in unser Praxisprojekt Mitwissen. Und jetzt wird es auch langsam eher konkret. Wir hatten eine polizeilich interne Öffentlichkeitsarbeit, die PÖR. Das wird auch extern manchmal in Projekten oder wenn Sonderkommissionen gebildet werden, eingeführt. Eine sogenannte einsatzbegleitende Öffentlichkeitsarbeit ist nach innen und nach außen für die Polizei immer verpflichtend. Bei unserem Projekt Mitwissen, was übrigens Mensch, Information und Technik abgekürzt heißt, war es allerdings weniger die Öffentlichkeitsarbeit nach außen als vielmehr nach innen. Wir haben ein einheitliches Dokumentenablagesystem entwickelt. Grundlage dafür war ein SharePoint-System. Das werde ich nachher auch ganz praktisch im Bild nochmal zeigen. Und mein Teilprojekt war natürlich der Lernzirkel als Motor des Projekts. Die moderierten Einheiten, um Themen zu bearbeiten. Ein polizeilich-soziales Netzwerk sollte noch genutzt und getestet werden. Und das Projektmanagement diente einzig und allein der Dokumentation und um die Abläufe sicherzustellen. Auch dafür hatten wir einen Teilprojektleiter beauftragt.
Ja, was waren jetzt die Ziele im Teilprojekt Lernzettel? Es ging darum, mal ein Konzept zu erstellen, was ich hier schon angerissen habe, Durchführung erster Lernzirkel zu gewährleisten, eine Implementierung der Lernzirkel sogar auf die ganze Organisation, also Landesebene, Polizei ist Ländersache und betrifft dann das Land Rheinland-Pfalz. Ja, wir wollten natürlich ganz verschiedene Wissensquellen und Wissensträger einbinden, das habe ich auch schon erwähnt, viele Mitarbeiter mitnehmen, im Projekt waren es 450, und einheitlich optimierte Prozessabläufe einführen bzw. dokumentieren. Aber auch in Prozessen eine Wissensinnovation zu erzeugen. Einfach mal, indem man über Prozesse spricht. In verschiedenen Ebenen hat sich auch gezeigt, dass da auch immer wieder neues Wissen entsteht oder neues Wissen generiert wird und damit oft auch eine Prozessoptimierung einhergeht. Ja, wie läuft so ein Lernzirkel jetzt ab, beziehungsweise wie haben wir das gestaltet? Wir haben erstmal Wissensteams eingerichtet. Den Begriff Wissensteams werde ich jetzt auch ausführlich erläutern. Wir haben immer eine Themenauswahl vorgenommen vor Durchführung eines Lernzirkels, eine bedarfsorientierte Auswahl von Teilnehmern, ihr Fachleuten. Wenn es nur Fachleute waren, sprachen wir auch von Expertenzirkel oder immer einen Fachmann zu einem Thema als Referenten. Einen kurzen Input von einer Viertelstunde gab es vor jedem Lernzirkel. Oder es war eine rein Anwenderzirkel, um Prozesse zu optimieren auf der Arbeitsebene. Was es auch noch gab, waren Schnittstellenzirkel, wenn verschiedene Hierarchieebenen eben Schnittstellenproblematiken zu bearbeiten haben. Eine Einladung erfolgte immer durch die Führungsgruppe einer Direktion, nämlich dieser exemplarischen Direktion. Ja, Wissensteams. Wir gehen jetzt mal tief rein. Ich zeige Ihnen Wissensteams und erläutere dann aber zuerst die Ebene, in der wir uns befinden. Also so wie man das eigentlich kennt, ist Polizei hierarchisch strukturiert. Ganz oben steht die Kopfdienststelle, eine Direktion, hier die Polizeidirektion Landau, mit insgesamt 5 Dienststellen, die Kriminalinspektion, Kriminalpolizei, die einzelnen Polizeiinspektionen, Landau, Edenkoben, Bad Bergzabern, Wörth und Germersheim. Und ein Wissensteam war dort für uns immer 3 Ansprechpartner, 3 Verantwortliche, nämlich der Sachbearbeiter Einsatz, über den ganz viel Informationssteuerung läuft. Er steuert die ganze Information innerhalb einer Dienststelle. Der SAB als technisch Beauftragter, das ist der technische Ansprechpartner und einem bereits ausgebildeten Moderator. Diese bildeten das Wissensteam. Und wenn man jetzt von 7 Dienststellen ausgeht, wieso 7, die 6 unteren plus die Kopfdienststelle, die auch eingebunden ist, die Führungsdienststelle, haben wir 7 mal 3, allen 20 Multiplikatoren, die, wenn übergreifende Zirkel stattfanden, eben auch das Wissen mitgenommen haben auf ihre Dienststelle oder dort wiederum einen Lernzirkel veranstaltet haben, um das Wissen den Mitarbeitern näher zu bringen. Ja, ganz kurz zur Struktur, da will ich Sie aber nicht mit langweilen, nur zur Orientierung nochmal. Wir befinden uns in Rheinland-Pfalz, Sitz des Ministeriums ist in Mainz. Wir haben hier eigentlich 5 Arbeitspräsidien, das sind die in Koblenz, Mainz. Wir befinden uns hier im Polizeipräsidium Rheinpfalz, Trier, Westpfalz in Kaiserslautern, das Landeskriminalamt als übergeordnete Dienststelle, die Hochschule der Polizei für die Fortbildung und ganz neu das Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik, wo technische Einheiten, die Zentralstelle für Polizeitechnik und die Bereitschaftspolizei zusammengefasst wurden. Ja, dann im Polizeipräsidium Rheinpfalz mit Sitz in Ludwigshafen haben wir wiederum 4 Dienststellen, die Kriminaldirektion, übergeordnet mit so einer Mordkommission oder dem Staatsschutz und dann die einzelnen Polizeidirektionen, Ludwigshafen, Neustadt und Landau als Kopfdienststellen, wie ich es vorhin ausgeführt habe. Und wir befinden uns hier wieder im unteren Bereich der Polizeidirektion Landau. Die Polizeidirektion Landau mit diesen bereits 5 genannten Dienststellen umfasst eben 450 Beamtinnen und Beamte sowie Tarifbeschäftigte und die waren Teil des Projekts Lernzirkel. Und dann sind wir auch schon mitten im Lernzirkel. Wie läuft das ab? Wir haben
immer vorher erhoben, welchen Wissensbestand gibt es, die Leute gebeten, sich mal schlau zu machen. Wenn wir zu einem Zirkel eingeladen hatten, zu einem bestimmten Thema, hatten eine kurze Sachverhalts- oder Problembeschreibung von einem Mitarbeiter erhoben oder von mehreren Mitarbeitern, haben direkt Lösungen gesucht, einen optimalen Prozessablauf dargestellt, haben Hindernisse abgefragt. Oft kam dann kein Geld, keine Zeit oder Wissenslücken. Wissenslücken, die man durchaus dann auch mit Fortbildungsmaßnahmen füllen konnte. Wir haben zusammengefasst, das später in einer Wissenskarte, aktuelle Ansprechpartner dort, Pflegeverantwortliche für das Wissen und weitere Wissensquellen. Sind Sie bestimmt neugierig, wie das aussieht, aber vorher, was wollten wir vermeiden? Nämlich genau das. Durch die dezentrale Struktur, die Sie eben gesehen haben, wird natürlich überall Wissen auf Laufwerken etc. abgespeichert. Jeder hat seinen eigenen Wissenszugang und oft hat man dann so viel, dass man es im entscheidenden Moment nicht findet, weil es sich eben an verschiedenen Orten befindet. Und da kam auch die Zusammenarbeit der Lernzirkel, wo diese Themen bearbeitet wurden, mit dem Projekt der Dokumentenablage. Ganz konkret zeige ich jetzt mal das Produkt eines solchen Lernzirkels aus der Moderation. Wir hatten hier zum Beispiel das Thema ungerechtfertigte Rechnungsstellung. Sie sehen, hier Firmen verschicken Rechnungen, ohne dass Leistung erbracht wurde. Meistens findet der Rechnungsversand über das Internet statt. Daraus dann ganz konkret eine Handlungsanleitung zur Anzeigenaufnahme. Die wird im Vorgangsbearbeitungssystem aufgenommen. Und alle Links, die Sie hier sehen, sind natürlich interne Links, von Ihnen jetzt nicht aufrufbar, auch nicht in der Aufzeichnung, weil das polizeiinterne System natürlich von außen nicht zugänglich ist. Da ist zum Beispiel eine Checkliste, die wir schon hatten, und alle Formulare der Polizei sind mit der POL-RP-Nummern, die man hier in Klammern sieht, durchnummeriert, die 1009 für die Checkliste. Interessanterweise das Aufnahmeformular, was viel später entwickelt wurde, unter 6320. Wenn man jetzt die beiden nicht zusammenführt, wie wir das im Lernzirkel gemacht haben, ist man im Vorgangsbearbeitungsprogramm immer auf der Suche, weil es konkret zu verschiedenen Sachverhalten bis zu 100 Checklisten, bis zu 100 Aufnahmeformularen gibt. Hinterher soll noch ein Meldedienst bedient werden, der dann wieder ganz woanders abgelegt war. Und hier auf so einer Wissenskarte, dem Produkt unseres Lernzirkels, haben wir alle Wissensquellen zusammengefasst. Wir haben hier auch nochmal einen Ansprechpartner, den Leiter des Betriebskommissariats oder seinen Vertreter mit einer Telefonnummer. Oft ist es so, dass direkt bei einer Anzeigenerstattung durch den Bürger eine Frage auftaucht, die dann der Kollege der Schutzpolizei so einfach nicht beantworten kann. Er ist irgendwo in Wörth auf einer Dienststelle und der Kommissariatsleiter sitzt in Landau. Hier hat er dann auch direkt eine Durchwahlnummer. Er kann auch später oder zur Vorbereitung so einer Anzeigenaufnahme direkt auf unser Kompendium zugreifen. Das ist auch schon so eine Sammlung. Das Handbuch polizeiliche Sachbearbeitung, was hier zentral vernetzt wurde und hat noch eine Linksammlung, auch zum Beispiel für den Geschädigten, wenn man jetzt, wie wir jetzt hier, an einen Betrug denkt. Die falsche Rechnung, was ist denn zu tun? Welchen Anwalt kann ich mir nehmen? Oder hier über eBay und PayPal unter 4.4 genannt, was kann ich denn noch tun, um meinen Account zu schützen, dass eben kein Geld abfließt? Ja, der Vorläufer der Plattform sah dann so aus. Da wurden die Wissenskarten erstmal als Word-Dokument abgelegt. Und hier sieht man allein für den Bereich Verkehr, sind das über 23 einzelne Wissenskarten. Genau. Wurde dann auch in einem Kompendium zusammengefasst. Das Kompendium existierte noch und es wurde hier mit in die Lernzirkel aufgenommen, überarbeitet und mit vernetzt auf der neuen Plattform. So sah die Probeplattform aus. Sie sehen hier oben hier in diesem Bereich die einzelnen Dienststellen, die Landau, Bergzabern. Und jede Dienststelle hat hier eine eigene Ablagemöglichkeit. Grundsätzlich war auch die Vorgabe des Ministeriums, nur noch drei Überbegriffe, nämlich Einsatz, Kriminalität und Verkehr zu bilden, um sich einfacher zurechtzufinden in der Vielzahl der Aufgaben, die eine Polizei eben hat.
Die Dokumentenablageplattform hatte eine Metadatensuchfunktion, sieht man hier links schön, und verschiebt die drei genannten Rubriken im Mittelteil, aber auch hier rechts am Rand ein Prüfdatum oder gar ein Aussonderungsdatum. Wenn Fristen ablaufen, ermöglicht die Plattform das einfache Aussortieren. Oder der Pflegeverantwortliche erhält eine Mail aus dem SharePoint-System, dass zum, wie hier oben Pressemitteilung, zum 22.03.2016 das Dokument zu prüfen ist. Unsere Wissenskarte haben wir später auch optimiert, probehalber nochmal in ein Wiki-System eingepflegt. Man sieht jetzt genau hier mal exemplarisch diese ungerechtfertigte Rechnungsstellung, also das Gleiche wie vorher auf einem Word-Dokument zusammengefasst oder PDF, jetzt hier in einem Wiki-System vernetzbar. Oft gibt es ja auch Querverweise zu anderen Themen. Und so haben wir dann oft in einem Lernzirkel bei der Durchführung festgestellt, dass es eine Quervernetzung zum ganz anderen Thema gibt und haben das direkt hier auch abbilden können in diesem Wiki-System. Die Zukunft für die Polizei könnte sein, die Polizei nutzt auch die Vitero-Plattform und wie man hier sieht, könnte man einen Lernzirkel, diese Moderation, die ich zwischendrin gezeigt habe, auch prima online abbilden, weil hier auch Mitarbeitstools sind. Wir haben probehalber auch im letzten Jahr, 2016, zum Thema Autobahnunfälle einen Lernzirkel online durchgeführt bereit. Und aus meiner Sicht wäre das auch die erhebliche Zeitersparnis, wenn man oben an die Befragung denkt, wo Zeitprobleme im Alltagsgeschäft immer drängender werden, dass die Leute eben nicht 50 Kilometer anfahren müssen, sondern sich online treffen. Für mich ein eindeutiges Fazit, was auch vom Ministerium geteilt wurde. Wissensmanagement ist ein Prozess. Das Ganze wird sich weiterentwickeln. Es war geplant als einmaliges Projekt, das wird es aber nicht bleiben. Und um erfolgreich den Weg zu gehen zur lernenden Organisation, wird es nötig sein, das bekannte Prozesslernen einzuführen und weg von wir schreiben ein Konzept und das gilt für 20 Jahre, dann überarbeiten wir das Konzept und jeder lernt nur nach diesem Konzept. In jeder Phase, wie hier nach dem Poitero-Lernen, nach Agris und Schön, wird in jeder Phase auch in einem Lernzirkel schon geguckt, was sind die Ziele, wo wollen wir hin, welche Handlungen wachsen draußen, wie müssen wir beim Bürger agieren, welche Notwendigkeiten, welche Geschädigten, wie müssen wir uns darum kümmern. Und im Ergebnis schauen wir immer, was müssen wir optimieren. Welchen Bedarf hat zum Beispiel die Staatsanwaltschaft, wo nachher eine Strafakte auch hingeht oder andere Ordnungsbehörden im Querschnitt. Das Ganze immer reflexiv betrachtet. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit, würde jetzt gern noch in die Diskussion einsteigen, alle Rückfragen. Den Chat hatte ich jetzt leider nicht im Blick und darf Sie noch einladen. Was mir jetzt noch nicht so richtig greifbar war, jetzt als erste Frage, weil ich noch keine sehe, ist, wie kann ich mir jetzt vorstellen, wie der rechtliche Ablauf ist, zum Beispiel bei dieser ungerechtfertigten Rechnungsstellung. Habe ich dort einfach die Darstellung, dass oder die Vorstellung, ist die richtig, da lädt jemand zu dem Thema ein, jetzt kommen 21 Leute zusammen. Und wie läuft das dann ab? Ich habe diesen weißen Zettel, diese Wissenskarte und du moderierst dann, dass die sich füllt. Wie werden jetzt diese 1, 2, 3 Stunden gefüllt? Ja, so ähnlich läuft das ab. Also zu dem Thema haben wir zum Beispiel den Leiter des Betriebskommissariats eingeladen, der mal so einen Optimalverlauf einer Anzeigenaufnahme für ihn vorgestellt hat. Und hatten von jeder Dienststelle eben Vertreter eingeladen. Das waren keine 21 Leute, meistens war es nur ein Dienststellenvertreter, sodass wir auf 7 bis 10 Teilnehmer kamen. Mhm. Und die hatten aus ihrer Sicht aber noch ganz viele Anregungen, auch weil sie in ihrem Arbeitsalltag oft mit Aufnahmesituationen konfrontiert sind, wo der Bürger eben nicht alles mitbringt oder wo man gar nicht in der Lage ist, technisch gesehen alle notwendigen Informationen zu sichern. Und da hat man dann oft Diskussionen darüber entwickelt, wie man das machen könnte, dass die Dienststellen auch in dieser Checkliste sind dann zum Beispiel Hinweise drauf, wie man das technisch sichern kann,
wie man den Leuten noch auch was mitgibt. Also das wird dann, jeder Prozessschritt, so eine Anzeigenaufnahme wird dann durchgegangen. Allein durch dieses Sprechen miteinander, durch diesen moderierten, dokumentierten Austausch wird zum einen das Wissen auf die Dienststellen getragen, den optimalen Ablauf einzuführen bei sich, weil der oftmals gar nicht so vorhanden ist. Da wird dann einfach aufgenommen, nach bestem Wissen und Gewissen natürlich, wird sich schon Mühe gegeben. Aber der Betriebskommissionsleiter, der das nachher vielleicht auf den Tisch kriegt, hat immer gesagt, jetzt haben sie das vergessen, das. Also da war oft viel mehr Arbeit. Und umgekehrt hat man auch dem Kommissionsleiter, der eigentlich als Fachmann gilt, oft gesagt, naja, der Prozessschritt ist draußen schwierig, das können wir technisch nicht leisten oder so. Und da war dann auch ein Umdenkprozess, wo man gesagt hat, naja, vielleicht ist der optimale Ablauf doch ein anderer und hat das nochmal verändert. Und so war das eigentlich ein Lernaustausch. Also Lernzirkel würde ich auch als Lernaustausch bezeichnen. Und zu verschiedenen Themen, so wie ich es gesagt habe, eben auch ganz unterschiedliche Teilnehmer. Wir hatten zum Beispiel eine ganz andere Ebene bei diesem Online-Zirkel. Das waren die Sachbearbeiter Verkehr, die eigentlich gar keine Verkehrsunfälle aufnehmen, sondern die übergeordnete Dienststelle abbilden und dort im Schwerpunkt die Statistik betreuen. Aber dann auch gemerkt haben, dass bei den aktuellen 1000 verschiedenen Aufnahmeformularen, die teilweise auch noch abweichend auf einzelnen Dienststellen weiterentwickelt wurden, umentwickelt wurden, einfach auch keine einheitlichen Abläufe da waren. Und da konnte man auch ganz viele Probleme, Schnittstellenprobleme sind das dann, von den einzelnen Dienststellen zur Direktion bearbeiten. Also das war die nächsthöhere Ebene, nicht wie bei der ungerechtfertigten Rechnungsstellung, wo dann praktisch die schutzpolizeilichen Sachbearbeiter im Fokus standen für die Anzeigenaufnahme für die Qualifizierten, war das bei dem anderen Lernzirkel Autobahnunfälle oder Aufnahme von Verkehrsunfällen eine ganz andere Arbeitsebene. Also so muss man sich das vorstellen, dass es zwar unter dem Überbegriff Lernzirkel auch ganz verschiedene Abläufe geben kann. Gut, gibt es Fragen aus der Runde? Ja, Herr Borg, Sie hatten ja am Anfang mal gesagt, der Ansatz beim Lernzirkel war bewusst aufzusetzen auf schon existierenden Methoden, Verfahren, Qualitätszirkel zum Beispiel. Was mir jetzt noch nicht so ganz klar geworden ist, wo besteht denn jetzt der Unterschied zwischen Lernzirkel und herkömmlichen Qualitätszirkeln oder wenn man sich mal zusammensetzt und Geschäftsprozess wie Design macht oder sowas? Der Unterschied war für mich auch darin zu sehen, dass der Zirkel nach unten fortgesetzt wird. Also oft hat man ganz oben durchaus einen Qualitätszirkel, wo der optimale Ablauf, wie ich es eben beschrieben habe, entwickelt wird, aber nur mit den Fachleuten. Zum Beispiel verschiedene Betrugskommissariatsleiter, die sich landesweit mal zusammensetzen und sagen, naja, was in Koblenz besser gemacht wird als in Ludwigshafen oder in Ludwigshafen besser gemacht wird als in Landau, das wollen wir doch fürs Land am optimalen Prozess ausrichten. Aber in der Folge, ein Lernzirkel nach unten dient auch dazu, dann die Mitarbeiter mitzunehmen, sich mit reindenken zu lassen. Oft kommen auch von Mitarbeitern einer ganz anderen Ebene, ganz weg von dieser Fachebene, noch Anregungen für die Qualität, obwohl sie bei diesem Qualitätszirkel zunächst mal gar nicht Teilnehmer wären. Also ein Lernzirkel ist oft der Mehrwert, dass eben verschiedene Ebenen oder dass der auch durch verschiedene Ebenen läuft, oft auch im Nachgang zu einem Qualitätszirkel, der schon stattgefunden hat. Okay. Also da steht Lernen im Vordergrund. Ja, danke. Gibt es noch weitere Fragen aus der Runde? Dann habe ich noch eine. Du hast doch jetzt schon einige Jahre Erfahrung und hast sicher am Anfang eine Idee gehabt, wie das mit den Lernzirkeln ablaufen sollte, wie die sich entwickeln könnten. Und es ist ja immer so, dass sich nicht alles so entwickelt, wie man sich das so vorstellt. Was waren denn so deine Erfahrungen, deine Lessons learned? Oder auch, was würdest du heute anders angehen, als du es damals bei der Einführung gemacht hast?
habe am Anfang, hatten wir zum Beispiel das Thema Cybercrime und haben dann sehr schnell gemerkt, das Thema ist so umfassend und haben das dann im zweiten oder war es der dritte Zirkel, das weiß ich gar nicht mehr, begrenzt. Also wir haben ganz konkrete Themen. Je konkreter ein Thema ist, umso einfacher ist es, einen Lernzirkel durchzuführen, weil viele Themen ja heute so weitreichend oder verzahnt miteinander sind, da würde ich dir Empfehlung geben, ganz konkrete Themen zu greifen. Und bei uns im Moment größtes Problem ist nach wie vor, weshalb auch aktuell wenig Lernzirkel stattfinden, der Zeitmangel und Personalmangel im Alltagsgeschäft. Für so einen Lernzirkel, gut online, haben wir es geschafft, einen Lernzirkel, der normal 3 Stunden geht, auf eine Stunde zu optimieren. Aber es ist immer noch eine Stunde, die ich zwar vom Arbeitsplatz aus während der Arbeit auch teilnehmen kann, aber da muss ich mir erstmal die Bedingungen, die Rahmenbedingungen auch dazu schaffen. Gut, das war nämlich noch eine weitere Frage von mir. So eine Wissenskarte als Ergebnis, wie du die vorgestellt hast, ist natürlich ganz klasse, ne? Weil du dann einen abgestimmten Prozess hast, an den sich alle halten, alle mitgewirkt haben, den sie mitgestaltet haben. Wie oft kommt denn so erfahrungsgemäß dieses ganz konkrete, abgestimmte Ergebnis zustande? Ich könnte mir vorstellen, dass es ja nicht bei jedem Lernzirkel dann nur da zu dem Ergebnis in der Form kommt. Da klappt das meistens. Doch, also Ziel der Moderation ist immer das Produkt und das ist die Wissenskarte. Und das haben wir auch immer erreicht. Optimal ist natürlich, wenn die im Nachgang immer wieder überarbeitet und verbessert wird. Am besten von diesem Verantwortlichen. Wir haben auch dafür gesorgt, dass wir normalerweise zu einem Thema einen Verantwortlichen benannt haben. Problem jetzt aktuell ist, dass ich schon seit 3 Jahren nicht mehr zur Polizeidirektion Landau gehöre und dass leider auch noch nicht durch verschiedene andere Projekte, die parallel liefen, wie zum Beispiel ein neues Intranet, auf die Landesebene hochtransformiert wurde. Eigentlich würde dieser letzte Schritt, das Ganze auf Landesebene zu bringen und dadurch nochmal einen Schub nach vorne zu erreichen, der wurde noch nicht vollzogen. Wäre jetzt aber auch einfacher möglich, Videokonferenztechnik. Gibt's noch weitere Fragen aus der Gruppe? Was mir noch eingefallen war, dass du hier dargestellt hast, ihr habt diese Karte dann in Wiki eingetragen. Wie sind denn dann so die Pflegerichtlinien? Wer kann denn jetzt in dem Wiki das ergänzen, hier weiterentwickeln, Updates reinschreiben? Beschließt das erst die ganze Gruppe untereinander? Oder kann der Verantwortliche jetzt einfach was ergänzen? Wie funktioniert denn jetzt die Pflege von diesem Wiki-Ergebnis? Im Moment ist das Wiki in einer Testphase. Das ist nicht offiziell eingeführt. Und im Moment sind es überwiegend interessierte Kolleginnen und Kollegen, die sich dort anmelden können und das pflegen. Für die Wissenskarten eben diese Wissensverantwortlichen, die ich vorhin schon benannt habe. Gut. So, ich selber habe jetzt keine weiteren Fragen mehr. Ich frage nochmal als letztes meine Runde. Ist noch jemand eine Idee gekommen? Eine Frage? Ein offener Punkt? Nein. Vielen Dank. Okay. Also ganz, ganz vielen Dank erstmal, Carsten, dass du Zeit hattest und es gemacht hast. Dankeschön. Und, also, Dankeschön. Und schönes Wochenende für alle. Ja, ebenso. Tschüss. Danke. Tschüss. 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 Alles Gute.